So nimmt eine sehende Person wahr, wenn der Bus einfährt. Und so Max aus Soest. Ist das der richtige Bus? Wann sollte er ankommen? Wo genau hat er angehalten? Wo ist die Tür? Und wie komme ich überhaupt von meinem Zuhause oder meinem Arbeitsplatz zur Bushaltestelle? Für Max kein Problem. Denn Max nutzt die Mobil-Info-App. Jederzeit und einfach über Smartphone. iPhone-Nutzerinnen und Nutzer verwenden dazu VoiceOver. Bei Android-Smartphones unterstützt hier TalkBack. Mit Mobil-Info und der im Bus verbauten Technik hat Max die Möglichkeit, den öffentlichen Nahverkehr trotz seiner Einschränkung zu nutzen. Denn über die App erhält er unter anderem alle Fahrplaninfos in Echtzeit auf sein Smartphone. Max äußert einfach die Adresse, von der er losgeht, und gibt an, wohin er mit dem ÖPNV fahren möchte. Dann startet er die Navigation. Und schon wird Max sicher zur nächsten Haltestelle navigiert. Durch die im Bus verbaute Hardware erkennt Max den ausgewählten Bus und fordert bei Bedarf ein Audiosignal zum Auffinden der Einstiegstür an. Wer nicht wie Max kostenlos Bus fahren kann, muss außerdem kein Ticket bei der Busfahrerin oder dem Busfahrer kaufen. Das Ticket auswählen und bezahlen sowie einchecken geht einfach über die App. Max wird nun über die nächste Haltestelle informiert und bedient sein Smartphone, wenn er aussteigen möchte. Mit Mobilinfo bewegt sich Max vollkommen selbstständig im Nahverkehr. Das kann auch seine Freundin Marianne, wenn sie ihn besucht. Marianne kennt sich in Soest nicht aus, doch mit der Mobil-Info-App lässt sie sich auf sicheren Wegen durch die Innenstadt navigieren. Smart for You. Ein Projekt der Initiative Nav for Blind.